Ach, gucken wir uns mal Fiovanne an. Und ja, ich werde nicht wieder alles töten, was sich auf meinem Weg befindet. Nebenbei, die Xaurib sah jetzt nicht so aus, als ob sie irgendwas Böses tun. Hätten sie mich jetzt direkt offen angegriffen, dann hätte ich mich gewehrt, aber... So aggressiv ist Hagrim nun auch wieder nicht, dass er die Waffen schwingt und böse ist. Ja toll, Fiovanne ist mal wieder in Dungeon. Erzähl's mir ja. Even the course at night he grind his teeth so hard it sounded like he was chewing. I wouldn't at your point be someone. We have you could your there's what do you think? We I'll take the there's a but if I can face it like you I mean I'll tell you but I'm so jetzt hatten wir etwas kleinen Dialog wieder. Oh, hier sind auch Saurips. Ein Schwarzpulverfass. How may I help? So. This thing isn't doing the job. Feel full. Aber so wie das aussieht, können wir uns das auch mit den Xaurips hier nicht messen. Okay, ich glaube, das Spiel wird uns wirklich sagen, dass wir hier ein bisschen zu schwach für sind. Für diese Gebiete. Weil so schnell wie die Xaurips jetzt gerade Alof verprügelt haben. Da scheint es schon runter zu gehen. Felsen und Trümmer sind über diesen Mechanismus zusammengebrochen und haben ihn unbrauchbar gemacht. Ah, die sind Peststürmer. Oh, da hat Seraphim was ordentlicher als abgekriegt. Ich vergesse den Ort hier erstmal. Aber es ist gut zu wissen, dass es ihn gibt. Und er sieht so aus, als ob wir ihn öfter betreten können, weil es kein Eventort ist, sondern ein Dungeon. Ja gut, wer die offene Welt hat, hat die Qual der Wahl, was er macht. Deswegen wieder was für die Notizen. Auch wieder westlich Nekataka. Wie heißt das Ding nochmal? Pehovanne. Pehovanne. Doppelpunkt. Starke. Xaurips. So, die sind zwar nicht ganz so schlimm wie jetzt die
Laura da unten, aber sie sind immer noch ziemlich stark. So, da gucken wir uns mal das Theo Marunga an und dann den Marodeur da oben. Du bemerkst den kleinen Pavillon etwas abseits vom Weg, in dem eine große verwitterte Statue aus Stein steht. Es scheint sich um einen Hoana-Schrein zu handeln. Die Umgebung untersuchen. Die Statue ist ebenso sauber und gut gepflegt wie die Umgebung. Wahrscheinlich besuchen die Leute dieser Gegend den Schrein oft und kümmern sich darum. Du siehst die Jungen und entdeckst jedoch niemanden in der Nähe. Dich im Nähern und identifizieren. Religion ist ihre Sache. Die Statue sieht aus wie eine nackte Frau mit dem Kopf eines monströsen Fisches. Sie stellt den Gati dar, die wahnische Interpretation von Ondra. Eine Inschrift prangt auf dem Fundament des Schreins. Die Welle macht Steine geschmeidig, aber sie zerschmettert sie auch zu Sand. Am Schrein beten und ausruhen. Du kniest dich vor den Schrein und beginnst zu beten. Kurz darauf hörst du hinter dir Schritte. Eine Gruppe von Oana aus der Stadt nähert sich dem Schrein. Sie sind bewaffnet und tragen Rüstung, haben ihre Pilgerfahrt also ersichtlich in der Erwartung angetreten, bei Dingen zu begegnen. Kera, was machst du denn hier? Fragt dich einer von ihnen und zieht dich böse an. Du erhebst dich, um zu antworten, doch ein anderer der Mauer fällt dir mit einem bösen Knurren ins Wort, bei dem er seine scharfe Zähne zu dir zeigst. Du bist hier nicht gerade willkommen, Fremder. Verlasse diesen Ort. Ich bin nur gekommen, um der Göttin meinen Dank für die sichere Reise meines Schiffs zu entbieten. Erlaube mir genau dies zu tun, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Einen Begleiter bitten, um mit ihnen zu sprechen. Eine ondritische Totenklage anstimmen. Du wirst dich jetzt umdrehen und davon marschieren, oder ich stelle dich höchstpersönlich den Göttern vor. Tötet sie alle, ich gehe besser. Nehmen wir mal die Eins. Die Wahrer tauchen ein paar herzliche Blicke aus, bevor ihr Anführer nickt. Dann erbringe deine Opfer und sprich deine Gebete. Und wenn du fertig bist, verlässt diesen Ort. Kehre zur Stadt zurück. Du kniest am Schrein und die Anbeter der Wahrer schließen sich dir an. Du betest zu den Göttern. Als du dich wieder erhebst, fühlst du dich ruhiger als seit geraumer Zeit und setzt deinen Weg fort. Ja, haben wir einen Buff erhalten. Sehe ich leider hier gerade nicht, ob ich irgendeinen Buff gerade habe. Okay. Oh, tägliche Löhne haben wir doch abgeben müssen. Okay. Das heißt, wir gucken uns noch diesen Ort hier an. Oh, Barbaren. We got trouble, folks. Ready to brawl? Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Schnapp dir mal den Marodeur. Der sieht nicht so aus, als ob er sich zu schwer umstimmen lässt und mitkämpft. Dann nehmen wir nämlich mal ihren Anführer aus dem Spiel kurzzeitig. Bis seine Fähigkeit abklingt. Ja, beherrscht ist abgeklungen. Alof, verpasse ihm mal eine. Xoti, du kannst ihm auch mal eine verpassen von mir aus. Ruhig ein göttliches Mal. So. Das hat super geklappt. Kupferhaufen ist ein KP-Wert. Goldsohle, die sind was wert. Und wir haben einen Haufen Zeug, was auch noch was wert ist. Und Xoti hat was zu sagen. Wächter, Xoti klatscht begeistert die Hände. Sie vergisst sogar auf ihre Unterlippe herumzubeißen und sieht dich mit einem sonnigen Grinsen an. Guess what?
Now go on and guess, really. Rate mal, los, rate, mach schon. Du hattest wieder einen Traum? Not a God's darned one. And ain't that just it? Kein einziger Gott verdammt mehr, und ist das nicht unglaublich? Ihre Augen glänzen triumphierend. I feel so fine. Like I swallowed a star and now I got light bursting from my chest. Ich fühle mich so gut, als hätte ich einen Stern verschluckt und würde jetzt Licht aus meiner Brust strömen. Can you see it in me? This happiness? It's all on account of you, Watcher. Kannst du es in mir sehen, diese Glückseligkeit? Das verdanke ich nur dir, Wichter. Das ist Zeug, Soti. Was ist mit deiner Pflicht gegenüber Gaun? Guess you could say I underwent an adjustment of perspective. Man könnte wohl sagen, meine Perspektive hat sich ein wenig geändert. I still got my duty, but I haven't lost my light to the darkness. Ich habe immer noch meine Pflicht, aber ich habe mein Licht nicht an die Dunkelheit verloren. Ihr glatter Hals zieht sich zusammen, als sie mit Mühe schluckt. You saved me from that. Du hast mich davor bewahrt. Das ist toll. Everything's different now. Alles ist jetzt anders. Sie nickt. The world looks so dang bright, doesn't it? Even at night. Die Welt sieht so richtig hell aus, oder? Selbst bei Nacht. Sie blickt auf und starrt direkt in die Sonne. Das ist... Helllichter Tag ist, scheint sie bei ihren Überlegungen nicht weiter zu stören. The sky goes all glittery with stars. Must be what the gods see when new souls are born. Es regnet übrigens gerade. Der Himmel glitzert voller Sterne. Das muss es sein, was die Götter sehen, wenn neue Seelen geboren werden. Als Soti davon schlittert, seufzt sie vor Zufriedenheit. Okay. I'm here. So, der Marodeur hat sicherlich seinen Kopf hinterlassen. Oh, der hier ist cool. Der verleiht ein +1 auf ein Attribut sowie eine Fertigkeit, je nach Klasse des Benutzers. Gutes Kriegsbeil brauchen wir nicht unbedingt. Gute Rohhautrüstung auch nicht. Aber gut, der Marodeur hatte wohl kein Kopfgeld. Weil er keinen Kopf hatte, den wir mitnehmen konnten. Wir können uns wenigstens hier noch umsehen. Aber ja, wenigstens mal wieder einen Kampf, den wir gewinnen konnten. Und ja, was haben wir hier eigentlich? Engatis Segnung +2 Verfassung. Das ist auch nicht schlecht. Mal sortieren. Ich will so sehen, ich kann nach nichts sortieren und dann ist das alles irgendwie durchgewühlt. Ich kann aber auch nach Geld sortieren, da ist es einigermaßen in der richtigen Reihenfolge. Gute Streitaxt, gutes Kriegsbeil. Gutes Schwert, was hat Edda gerade? Ach, Edda hat das Gladiatorenschwert, stimmt. Das könnten wir sogar aufwerten. Geschärfte Klinge. Das heißt Durchschlagskraft oder außergewöhnlich machen? Oh, ist das teuer. Nein, 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 nein. Lass es mal so, wie es ist, Edda. So, die Sichel könnten wir ebenso aufwerten, indem wir sie gut machen. Und ihre Laterne könnten wir auch gut machen oder Licht des Dämmerungssterns. 5% Resistenz gegen Zauber und hat eine Aura-Reichweite. Ja. Nö, erstmal nicht. Erstmal. Gucken. Ich kann leider meine Attribute hier nicht sehen, deswegen gucke ich sie mal hier an. Zwerg, den Gatis Segnung. Oh, Gewandtheit. -1 durch Zwerg. Ja, gut. Am finstersten vor der Dämmerung. Pack den einfach mal rein und dann gucken wir mal, was steigert's. Sieht fast aus, als ob es Wahrnehmung steigern würde. Ja, Berührung des Chamäleons. Das ist aber eher was für Edda, würde ich sagen. Wobei Edda schon 2 Ringe hat. Xoti hat noch keinen.
Und vielleicht eher für Alof? Können wir ja einfach hier unten gucken. Ob es hier irgendwo steht. Privater Tanz. Weil bei Alof müsste das Intellekt sein. Ja, Vielseitigkeit, Berührung des Chamäleons. Das ist gar nicht mal so schlecht. Na, lassen wir das mal so. Und verlassen jetzt das Gebiet hier durch. Da gucken wir noch, was hinter diesen Marodeuren lag. Und dann wird es Zeit, da Hasongo aufzubrechen. Ich hoffe mal, hier ist nichts. Okay. Einmal nach Nekataka, bitte.